Jetzt kriegst du mal noch deine Snacks. Ja, ich bin ja schon dabei. Verwandlung! Eine neue Galaxie wurde geboren. What? Wie viel Masse hatte der in sich? Warum wurde ich nicht von dem aufgesogen und komprimiert? Ja, nee, Galaxien werden... Wird in Mario Galaxy ein bisschen... lose benutzt, der Begriff. Ich habe das Gefühl, man kann hier am Rand ziemlich gut... Nein, da kommt schon die Falle. Ich habe... Ich wollte gerade sagen, am Rand kann man, glaube ich, ziemlich gut vorwärts kommen. Aber nee. Also kann man bleiben, dachte ich. Aber es stimmt gar nicht. Gemein! Das war jetzt aber schon ein bisschen mies, oder? So weit würde ich nicht gehen. Da war für mich schon eher Quake oder Unreal Tournament an der Anwärter für den Titel. Ich fand auch, im Multiplayer hat mir auch Far Cry, das erste, echt viel Spaß gemacht. Das fand ich echt cool. Das war auch echt witzig, weil es hat ziemlich lange gedauert, bis wir draufgekommen sind, dass ein Freund von uns mit einem relativ schwachen PC das ganze Grünzeug einfach nicht darstellen konnte. Und der hat uns deswegen die ganze Zeit immer gesehen und abgeschossen und wir haben gar nicht verstanden, warum, weil wir liegen irgendwo im Gebüsch, im Dickicht, sind quasi unsichtbar und dauernd kommt der und schießt uns weg. Und dann haben wir irgendwann mal auf seinem Bildschirm gesehen, da gibt's kein Dickicht und kein Grünzeug. Da ist einfach nur... Ah, Mist. Einfach nur grüne Fläche, sonst nix und ein paar kleine Stöckchen. Das war verdammt lustig. Aber das hat, abgesehen davon, hat uns das auch echt Spaß gemacht. Unreal war mir immer zu hektisch, zu wild, zu schnell. Das ist wahrscheinlich genau das, was Unreal und auch Quake vor allem Fans mögen. Aber das war nie meins. Ach komm schon, das ist ein bisschen mies hier, die Stelle. Ich kann so schwer abschätzen, wo ich bin, wenn ich in der Luft bin. Aber unser absolutes Lieblings-Multiplayer-Spiel, glaube ich, war schon so ziemlich Rune. Rune hatte einen so guten Nahkampf-Multiplayer, das war so toll. Wir haben da eigentlich immer so 1-gegen-1 Turniere gemacht. Da waren zwar dann schon oft irgendwie... Weiß ich nicht, 10 Leute waren schon vielleicht mal auf Solans dabei, aber da haben halt immer dann 8 zugesehen, wie 2 kämpfen. Das war auch spannend genug, dass man zugucken konnte. Das hat echt auch Spaß gemacht. Oh, come on! Irgendwann haben wir dann mal unsere eigenen Regeln eingeführt. Sowas wie zum Beispiel, man darf nur 2 Waffen mit in die Arena nehmen. Weil man konnte super gut halt einfach Waffenwurf spammen. Also man konnte in dem Spiel ja Waffen werfen, dann waren die zwar weg, oder hatte man halt nicht mehr im Inventar, aber es war halt ziemlich mächtig, wenn jemand gerade nicht aufpasst, gerade nicht blockt, einfach mal irgend so ein riesiges Schwert an die Birne hauen. Werfen, schon gemein. Deswegen durfte man dann irgendwann nur noch 2 Waffen mitnehmen. Und dann haben wir in den einzelnen Waffenklassen quasi immer Turniere gemacht, wo man nur mit kleinen Schwertern oder nur mit... Na, sowas halt. Das war fantastisch. Rune kennst du nicht. Rune war super. Jetzt vor kurzem kam erst Rune 2. Ich habe das nur ganz kurz angespielt, aber das hat irgendwie überhaupt nicht mehr
den Rune-Charm und nicht mehr die Rune-Steuerung. Das funktioniert für mich gar nicht mehr, leider. Schade, hätte mich gefreut, dass da nochmal ein zweiter Teil kommt. Wenn auch 100 Jahre verspätet. Also 20 mindestens, wirklich. Was vielleicht ein Jahr ist ein Rune? Ich muss mal gucken. Ich kann es gar nicht genau einschätzen. Vielleicht auch weniger als 20. Rune Game. Das dürfte es sein. 2000, genau 20 Jahre. Von Human Head Studios, die haben auch Prey gemacht. Aber sonst anscheinend nicht viel, oder? Blair Witch, okay, keine Ahnung. Rune Halls of Valhalla. Weil bei uns hat das immer Walls of Halala geheißen. Rune Walls of Halala war super. Rune Viking Warlord kenne ich auch nicht. Ach, das war für die PlayStation 2 ein Spin-Off. Na gut, okay. Prey, Brick, ja, an Brick kann ich mich auch noch erinnern. Aber das war nicht so gut, fand ich. Und jetzt eben Rune 2. Naja, genau. Nee, aber Rune Walls of Halala war super. Schön, schön. Ja, das war mit den Grafikeinstellungen bei Far Cry, das war total bescheuert. Also das sollte eigentlich ja nicht sein in so einem Spiel, aber ja, so war es halt. Ist jetzt hier der Chaos-Komet? Nee, ist er nicht. Ah doch, 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 doch. Dann machen wir mal noch so einen. Die haben das Blair Witch-Spiel gemacht. Das ist echt ein tolles Horrorspiel. Ah ja, das kenne ich nicht. Guck. Hä? Aber hier kann ich den Komet jetzt nicht auswählen. Dann muss ich... Vielleicht ist er doch noch nicht da. Es wird nur schon angezeigt, dass er da sein könnte, glaube ich, oder so. Ich bin auch gespannt auf das neue Blair Witch-Spiel. Darüber weiß ich nichts, aber... Das schaue ich mir, glaube ich, auch mal an. Wenn ich jetzt die Xbox Series S kriege mit dem Games Pass, dann werde ich das auch mir mal anschauen. Ich werde nie fertig. Es ist total lächerlich, wie viele Spiele aus dem Games Pass ich schon wieder alle anspielen will. Das kann ich gleich vergessen. Und dann am Ende nach so einem Arbeitstag spiele ich noch ein bisschen Genshin Impact und dann gehe ich ins Bett. Es ist... naja. Aber ich habe es zumindest vor. Ja, ich glaube auch, ich hätte mit dem reden müssen für die Kometen-Challenge, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir jetzt noch das Level machen und dann machen wir für heute, glaube ich, eh Schluss. Weil ich habe leider echt Kopfschmerzen. Das ist echt unangenehm. Und das ist echt nicht gut. Gourmet-Luna. Ich habe nie im Leben genug Sterne für den. Also genug Bröckchen-Dinger. Sternteile, die meine ich. Danke. 30. Ne, der will gar nicht so viel, aber trotzdem habe ich nicht genug. Regenbogen Mario. Ah, der Unsterblichkeitsstern. So kriegen wir leicht 30 zusammen. Aber die Dinger kann ich nicht kaputt machen damit. Nee, leider nicht.
Der verwandelt sich jetzt wahrscheinlich in einen. Genau. Aber dann rede ich erst nochmal mit Mumpy-Kerl. Weil der wird ja dann zu was Speziellem. Ein Bonus-Weg-Stern-Dingens. Und sonst, ja, weiß ich auch nicht. Ein neuer Planet wurde geboren. Das ist eine Sackgasse. Du bist in der Mülldeponie. Aber wehe, jemand hat hier nicht brennbaren Müll hingeworfen. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du dann hier sauber. Okay. Oh, danke, danke. Ah, ich verstehe. Okay. Ah, hat gereicht. Perfekt. Schnell, explodier doch. Oh, nein. Im Ernst. Jetzt ist das Ding nicht mehr schnell genug explodiert. Ich habe die Explosion noch gesehen. Ah, das war echt gemein. Na dann komm, gib mir noch mal eine Runde Bomben und zwar schnell. Ach so, warte mal. Habe ich nein gesagt? Gott, oh Gott. Oh Gott, ich will das alles nicht. Es tut mir so leid, Robo-Freund. Ich will doch nur deinen Müll wegräumen. So, jetzt aber. Ist aber schon knapp bemessen, die Zeit. Bisschen gemein. Na, das war nicht so gut, oder? Na, passt schon. Ja, explodier! Explodier, Bombe! Explodier doch! Schnell! Ah, puh. Aber auf die letzte Sekunde schon wieder. Neue Galaxie entdeckt. So, cool. Aber jetzt machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Mario Galaxy ist echt cool. Ist wirklich cool. Das macht mir wirklich Spaß. Das ist nochmal besser als Mario 64 und viel besser als Sunshine. Und das kann man auch heute noch super gut spielen, finde ich. Das ist super. Und da freue ich mich schon drauf, wenn es dann nächsten Monat wieder weitergeht. Aber jetzt ist für diesen Monat erstmal Schluss mit Streamen. Muss ich irgendwie speichern oder so? Spiel beenden. Speichern und beenden. Okay, cool. Na dann, Leute. Hat mich gefreut, dass ihr hier wart. Schön war's. King of Felix, hallo und tschüss. Ja, doof, doof. Doofes Timing immer. Das passiert so oft, komischerweise. So oft kommt genau irgendjemand und sagt hallo, wenn ich mich verabschiede. Verrückt. Ich muss einfach länger streamen anscheinend. Naja. Gute Nacht, Leute. Macht's gut. Bis bald. So. Ciao.